Waschedan. In der Tat. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr nicht länger nackt sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Dummes Tier! Es sollte es besser wissen und sich von uns fernhalten. Schon gut, schon gut. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Das lauert ja ewig! Was für ein guter Tag!
Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Hast du schon die neuen Rekruten? Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Das ist schade. Ich an eurer Stelle würde mich im Wald und im Dorf umsehen und vielleicht auch einen Blick auf meine Bestände werfen. Es müsste in der Gegend genügend Zutaten für ein Gift geben. Und selbst wenn es nur Rattengift ist, nehme ich es. Was sollen wir machen? Was können wir tun? Halt einfach den Kopf unten. Verlier bloß nicht die Nerven. Fort mit euch, versorgte Kreaturen! Lasst uns in Frieden! Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Mein Name ist Bodan Feddig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag Hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Kompliziert? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ein wenig untertrieben sein könnte. Danke für das Angebot, aber euer Weg könnte mehr Aufregung bereithalten, als für meinen Jungen und mich gut ist. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was?
Ich kümmere mich darum. Sobald dieser Schlamassel beseitigt ist, verschwinden wir von hier. Vielen Dank für eure Hilfe.